Setzen Sie ein. Präpositionen und Artikel. Wo oder wohin? Er sitzt im Zug. Er steigt in den Zug. Er ist im Bad. Er geht ins Bad. Er ist auf dem Boden. Er setzt sich auf den Boden. Er sitzt auf dem Tisch. Er setzt sich auf den Tisch. Er kocht in der Toilette. Er kommt in die Toilette. Er arbeitet im Schrank. Er kommt in den Schrank. Er ist in der Sauna. Er geht in die Sauna. Er ist in der Hütte. Er fährt in die Hütte. Er liest auf dem Klo. Er kommt vom Klo. Er sitzt auf dem Sessel. Er setzt sich auf den Sessel. Er liegt auf der Matte. Sie legt sich auf die Matte. Er arbeitet in einem Labor. Sie geht in ein Labor. Er sitzt an der Arbeit. Sie macht sich an die Arbeit. Er ist in der Tram. Sie steigt in die Tram. Achtung, einige Sätze waren Unsinn. Welche waren das? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Setzen Sie ein. Wo oder wohin? Er geht nach unten. Sie ist unten. Er geht ins
oder zum Haus? Sie ist zu Hause. Er ist bei ihm. Sie geht zu ihr. Er sitzt im Zug. Sie steigt in den Zug. Er geht auf die Straße. Sie wartet auf der Straße. Er geht rein. Sie ist drinnen. Er ist schon weg. Sie fliegt zu ihm. Er fliegt in den Urlaub. Sie ist im Urlaub. Er fährt mit der U-Bahn. Sie ist in einer U-Bahn. Er ist am See. Sie fährt an den See. Er sitzt im Gras. Sie legt sich ins Gras. Er wandert in den Bergen. Sie fährt nicht in die Berge. Er setzt sich in den Schatten. Sie sitzt im Schatten. Er kommt hoch. Sie ist dran. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Setzen Sie ein. Wann? Und dann die passende Präposition. Spät. Um 1 Uhr. Am Mittag. In der Nacht. Am Tag. Im Mai. Immer.
Bei Abfahrt. Beim Essen. Um 3:15. Neunzehnhundertzwanzig. Im 18. Jahrhundert. Während des Tages. Am Morgen. Am Nachmittag. Auf einer Reise. Im Notfall. Am Dienstag. Im Sommer. Im Oktober. Ab und zu. Drei Jahre lang. Ab jetzt oder bis jetzt. Während der Schulzeit. Abends. Im Winter. Um 7 Uhr. Danach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Setzen Sie ein. Er geht in, an, auf, nach, zu und so weiter. An den Strand. In den Supermarkt oder zum Supermarkt? Zu Anna. Zu uns. Ins Zentrum. Ins Haus oder zum Haus? An den Fluss. Zu Nina. In einen Park. Aufs Land oder in ein Land. Aufs Land, das ist das Land, nicht die Stadt. In ein Land, die Nation. Weg. Ins Auto oder zum Auto.
auf den Platz oder über den Platz? Über den Platz heißt überqueren. In den Bahnhof oder an den Bahnhof? Ins Bett. Zu einer Freundin. Ins Büro. An die Tankstelle. In den Laden. Auf eine Reise. Nach Griechenland. Auf den Heimweg. An den Eingang oder zum Eingang. Zum Roller. Nach hinten. Ins Klassenzimmer. Ans Ende oder zum Ende. Dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Setzen Sie ein. Er geht in, an, auf, nach, zu und so weiter. Auf den Platz oder über den Platz. Ans Meer oder natürlich auch zum und ins Meer. In den Bus. Ins Kino. In die Mitte. Nach Hause. Auf die Straße oder über die Straße. Heim. An einen Ort. Zu Ihnen. Los. Ins Flugzeug. Auf den Sitz. In den Hof oder an den Hof. An den Bahnhof oder zum Bahnhof.
an die Haltestelle. Ins Büro. Auf die Baustelle. In den Supermarkt oder zum Supermarkt. In den Urlaub. Nach Spanien. Auf den Weg. An den Ausgang oder zum Ausgang. Ins Auto oder zum Auto. Nach draußen. In die Schule, an die Schule oder zur Schule. An den Anfang oder zum Anfang. Wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Setzen Sie ein. Präpositionen. Wo ist? An Ort und Stelle. In der Mitte. Am Computer. Im Radio. An der Ecke oder in der Ecke. In oder an der Reihe. In der Hand. Auf der Landkarte. Auf dem Stuhl. Im oder auf dem Land. Im Krankenhaus. Auf dem Boden. In einer Reihe. Auf dem Bildschirm. Auf oder an der Autobahn. Am Telefon. An der Decke. Am Himmel. Auf der Straße.
am Anfang. Auf der Seite. Am Flughafen. Am Strand. In der U-Bahn. Bei Freunden. An der Küste. Auf dem Fußweg. Im Flugzeug. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Setzen Sie ein. Grammatikmix. Ich lese am Wochenende. Ich denke darüber nach. Wann rufst du an? Wir gehen ins oder zum Restaurant. Sie wartet auf den Zug. Wessen Auto ist das? Sie liest einen Text. Er kennt ihn, sie nicht. Hier kann natürlich auch jedes andere Akkusativpronomen stehen. Er liest etwas im Internet. Er studiert in Berlin. Sie bittet um Hilfe. Er sitzt am Tisch. Das Bild hängt an der Wand. Sie fragen danach. Ich gebe mir Mühe. Sie gehen ins Kino. Du hilfst mir. Lena kommt aus Moskau. Ich gebe es ihm zurück. Unter der Woche arbeite ich. Hätten Sie kurz Zeit? Wem gehört das?
Er gab das Geld aus. Er fährt nach Essen. Hier kann man auch zum einsetzen, je nachdem, was Essen bedeutet. Er sieht sie. Sie studiert auf, an oder in der Uni. Worum geht es? Du hast dich verbessert. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben sitzen und setzen etwas genauer an. Zuerst die Sätze. Sie sitzt auf Stuhl. Sie setzte sich auf Stuhl. Sie saß auf Stuhl. Sie setzt Hund auf Stuhl. Setz hin, nicht auf Sofa, sondern auf Stuhl. Und jetzt die Möglichkeiten, die wir einsetzen können. A. Dich. B. Die. C. Das. D. Den. Und E. Dem. Setzen wir ein. Sie sitzt auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. Dativ. Wo auf dem Stuhl. Sie setzte sich auf den Stuhl. Auf den Stuhl, wohin? Akkusativ, auf den Stuhl. Sie saß auf dem Stuhl. Wo? Dativ, auf dem Stuhl. Sie setzte den Hund, Akkusativ, auf den Stuhl. Wohin? Akkusativ. Sie setzte den Hund auf den Stuhl. Setz dich hin. Sich hinsetzen, das ist ein reflexives Verb. Setz dich hin, Akkusativ. Nicht auf das Sofa, Akkusativ, wohin, auf das Sofa. Sondern auf den Stuhl, wohin, auf den Stuhl, Akkusativ. Und jetzt noch einmal. Sie sitzt auf dem Stuhl. Sie setzte sich auf den Stuhl. Sie saß auf dem Stuhl. Sie setzt den Hund auf den Stuhl. Setz dich hin, nicht auf das Sofa, sondern auf den Stuhl. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, dann gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal ganz kurz. Wo? Dativ, dem, der, dem, den. Wohin? Akkusativ. Den, die, das, die. Das gilt für Wechselpräpositionen.
Setzen Sie ein, wo oder wohin? Er sitzt im Schlafzimmer. Sie geht ins Schlafzimmer. Er ist im Flugzeug. Sie steigt ins Flugzeug. Er ist auf dem Weg. Sie macht sich auf den Weg. Er sitzt auf dem Bett. Sie setzt sich auf das Bett. Er kocht in der Küche. Sie kommt in die Küche. Er arbeitet im Büro. Sie kommt ins Büro. Er ist in der Garage. Sie geht in die Garage. Er ist im Vorgarten. Sie fährt in den Vorgarten. Er liest auf dem Klo. Sie kommt vom Klo. Er sitzt auf dem Sofa. Sie setzt sich auf das Sofa. Er liegt auf dem Liegestuhl. Sie legt sich auf den Liegestuhl. Er arbeitet in einem Raum. Sie geht in einen Raum. Er sitzt am Esstisch. Sie setzt sich an den Esstisch. Er ist im Auto. Sie steigt ins Auto. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Verben und die dazu passenden Pronomen an. Zuerst die Verben: bringen, zuhören, leihen, schicken, sagen, mitteilen und leisten. Hier kann man entweder den Akkusativ, den Dativ oder beides einsetzen. Fangen wir an. Ich bringe es dir.
Es Akkusativ, dir Dativ. Bringen mit Akkusativ und Dativ. Ich höre Ihnen zu, zuhören plus Dativ. Er leiht ihn ihr, leihen plus Akkusativ und Dativ. Wir schicken es ihm, es Akkusativ, ihm Dativ, schicken mit Akkusativ und Dativ. Außerdem könnte man hier sagen schicken zu oder schicken an. Ich sage es ihm, es Akkusativ, ihm Dativ, sagen plus Akkusativ und Dativ. Wir teilen es ihm mit. Mitteilen mit Akkusativ und Dativ, es Akkusativ und ihm Dativ. Ich leiste es mir, das ist ein reflexives Verb, sich leisten. Ich leiste es mir, es Akkusativ, mir Dativ. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Ich bringe es dir, ich höre ihnen zu, er leiht ihn ihr, wir schicken es ihm, ich sage es ihm, wir teilen es ihm mit, ich leiste es mir. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung. Setzen Sie ein. Wo oder wohin? Er geht nach oben. Sie ist oben. Er geht nach Hause. Sie ist zu Hause. Er ist bei ihr. Sie geht zu ihm. Er sitzt im Bus. Sie steigt in den Bus. Er geht auf die Straße. Sie wartet auf der Straße. Er geht raus. Sie ist draußen.
Er ist schon weg. Sie fliegt zu ihm. Er fliegt in den Urlaub. Sie ist im Urlaub. Er fährt mit einem Boot. Sie ist auf einem Boot. Er ist am Meer. Sie fährt ans Meer. Er sitzt am Strand. Sie legt sich an den Strand. Er wandert in den Bergen. Sie fährt nicht in die Berge. Er setzt sich in die Sonne. Sie sitzt in der Sonne. Er kommt rein. Sie ist innen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt. Setzen Sie ein. Wo oder wohin? Er sitzt im Wohnzimmer. Sie geht ins Wohnzimmer. Er ist im Bad. Sie geht ins Bad. Er ist auf dem Balkon. Sie geht auf den Balkon. Er sitzt auf dem Sofa. Sie setzt sich auf das Sofa. Er kocht in der Küche. Sie kommt in die Küche. Er arbeitet im Büro. Sie kommt ins Büro. Er ist im Garten. Sie geht in den Garten. Er ist in der Garage.
Sie fährt in die Garage. Er liest im Schlafzimmer. Sie kommt ins Schlafzimmer. Er sitzt auf dem Stuhl. Sie setzt sich auf den Stuhl. Er liegt am Pool. Sie legt sich an den Pool. Er arbeitet im Keller. Sie geht in den Keller. Er sitzt am Tisch. Sie setzt sich an den Tisch. Er ist im Auto. Sie steigt ins Auto. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Setzen Sie ein. Verb mit Präposition. Ohne Zweifel. Vor allem. Zu Ende gehen. Aus Verzweiflung. Zu Beginn oder am Anfang. Am Ende oder zum Schluss. Zum Abschluss. Zum Glück. Unter anderem. Aus Hass. In Verbindung mit. Über das Ziel hinaus. In Bezug auf. Zum Beispiel. Zur Verfügung stehen. Auf Abruf. Aus Angst vor. In den Bergen. Vor und nach.
aus Liebe zu. Zum Schutz vor. Ohne Ausnahme. Am Abgrund. Ab und zu. Ohne Widerspruch. Meiner Meinung nach. Aus Überzeugung. Aus diesem Grund. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Setzen Sie ein. Präpositionen und so weiter. Vor allem. Gelten für plus Akkusativ. Zum Glück. Verunsichert von plus Dativ. An, auf oder in der Universität. Unter Druck. In Anspruch nehmen. Der Kontakt zu plus Dativ oder mit plus Dativ. Hinweisen auf plus Akkusativ. Laut einer Umfrage. Unter den Studenten. Zum fünften Mal. In diesem Semester. Verteilen an plus Akkusativ oder unter plus Dativ. An der Spitze. Auf Wunsch. Im kleinen Kreis. Die Betreuung von plus Dativ oder durch plus Akkusativ. Zum Geburtstag gratulieren. Am 27.01. Eine Auszeichnung erhalten. Seit 1920.
im Jahre 1920. Während des Zweiten Weltkriegs. Laut Meinung plus Genitiv. Schildern mit plus Dativ, zum Beispiel Eindringlichkeit. Verzichten auf plus Akkusativ. Erzählen von plus Dativ oder über plus Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Setzen Sie ein. Präpositionen, wenn nötig. Sie bezog sich auf ihn. Er hat es angezogen. Er nahm an ihm teil. Es war ihm nicht möglich. Sie waren auf ihn angewiesen. Sie hat ihn mit ihr verglichen. Sie ist von ihm überzeugt. Die Straße ist nur 3 Meter breit. Er wandte sich von ihr ab. Sie vergaß es schnell wieder. Die Tüte ist 2 Kilo schwer. Das Verhalten ist ihm angeboren. Die Strecke ist 230 Kilometer lang. Sie sieht ihm ähnlich. Er gab es ihnen zurück. Mich interessiert das nicht. Sie erinnerte sich an ihn. Er drohte ihnen. Das trifft nicht auf ihn zu. Ihnen war es egal. Sie sah ihn lange an. Ihnen gegenüber äußerte er sich. Sie ist für ihn zuständig. Es ist nicht für sie geeignet. Es war ihnen gelungen. Er dankte ihnen für die Hilfe.
Er ist 5 Jahre alt. Sie waren mir sehr behilflich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Setzen Sie ein. Ausdrücke mit Präpositionen. Zu Ende bringen oder zu Ende sein. In Angriff nehmen. Aus dem Häuschen sein. Im Verdacht stehen. Im Streit liegen. Aus oder unter Protest gehen. In Kauf nehmen. Unter Einfluss stehen von, Dativ. In Gefahr bringen. In Schutz nehmen. Zum Ausdruck bringen. In Einklang bringen. In Berührung kommen mit, Dativ. In Frage kommen. Aus Hass handeln. Zum Vorschein kommen. Zur Sprache kommen. In Ordnung sein. Aus Wut handeln. In Wut geraten. Am Ende sein. Hier geht natürlich auch zu Ende sein. In Bewegung kommen. Zum Abschluss bringen. In Schwung kommen. In Gang kommen. Am Anfang stehen. Zu Fall bringen. Im Verzug sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Setzen Sie ein. Ich bin plus Präposition.
Ich bin im Wald. Bei einer Freundin. Im Bett. Im Blumenladen. Auf dem Spielplatz. Zu Hause. Draußen. Ich bin im Krankenhaus. Im Urlaub. Auf dem Land. Am Bahnhof. Auf dem Platz. An der Ampel. In oder bei der Arbeit. Gelegentlich sagt man auch auf der Arbeit. Ich bin in der Schule. Auf oder in der Post. Bei meinem Freund. Beim Friseur. An der Bushaltestelle. Am Brandenburger Tor. In Österreich. Ich bin bei Sascha. Auf dem Weg. Im fünften Stock. In der Firma. Auf dem Sofa. Im Restaurant. Bei Ihnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis. Setzen Sie ein. Wo oder wohin? Ich bin in Spanien. Ich fahre nach Spanien. Ich bin im Sudan. Ich fliege in den Sudan.
Ich bin in der Türkei. Ich reise in die Türkei. Ich bin in Äthiopien. Ich fahre nach Äthiopien. Ich bin im Irak. Ich fliege in den Irak. Ich bin in der Schweiz. Ich reise in die Schweiz. Ich ziehe in die Niederlande. Ich bin in den Niederlanden. Ich fahre nach Togo. Ich lebe in Togo. Ich bin in Berlin. Ich fahre nach Berlin. Ich bin im Senegal. Ich fliege in den Senegal. Ich bin in der Slowakei. Ich reise in die Slowakei. Ich ziehe nach Australien. Ich lebe in Australien. Ich fahre nach China. Ich lebe in China. Ich ziehe in die USA. Ich bin in den USA. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt. Setzen Sie ein. Wo oder wohin? Ich bin im Zimmer. Ich gehe ins Zimmer. Ich gehe auf den Balkon. Ich sitze auf dem Balkon. Ich bin bei dir. Ich gehe zu dir. Ich gehe in den Laden.
Ich bin im Laden. Ich gehe zur U-Bahn-Station. Ich warte an der U-Bahn-Station. Ich gehe an den See. Ich bin am See. Ich bin im Café. Ich gehe ins Café. Ich gehe auf die Straße. Ich bin auf der Straße. Ich gehe auf den Markt. Ich bin auf dem Markt. Ich bin im Garten. Achtung. Ich gehe in den Garten. Ich bin im Zoo. Ich gehe in den Zoo. Ich bin auf dem Parkplatz. Ich gehe auf den Parkplatz. Ich setze mich auf den Stuhl. Ich sitze auf dem Stuhl. Ich steige auf den Berg. Ich bin auf dem Berg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Setzen Sie ein. Wo oder wohin? Ich setze mich auf das Sofa. Ich sitze auf dem Sofa. Ich setze mich an den Tisch. Ich sitze am Tisch. Ich hänge die Jacke auf den Stuhl. Die Jacke hängt auf dem Stuhl. Die Lampe hängt an der Decke. Ich hänge die Lampe an die Decke. Ich stelle das Glas auf den Tisch. Das Glas steht auf dem Tisch. Ich lege das Buch auf das Regal.
Das Buch liegt auf dem Regal. Ich setze mich vor den Fernseher. Ich sitze vor dem Fernseher. Ich setze mich auf den Teppich. Ich sitze auf dem Teppich. Ich stelle das Buch ins Regal. Das Buch steht im Regal. Die Uhr hängt an der Wand. Ich hänge die Uhr an die Wand. Ich gehe zum Schrank. Ich stehe vor dem Schrank. Ich lehne es an den Stuhl. Es lehnt am Stuhl. Ich setze mich auf den Platz. Ich sitze an meinem Platz. Er spielt im Wohnzimmer. Er geht ins Wohnzimmer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.